Lektion 258. Ich will mich daran erinnern, dass Gott mein Ziel ist. Das Einzige, was nötig ist, ist, unseren Geist darin zu schulen, all die kleinen sinnlosen Ziele zu übersehen und uns daran zu erinnern, dass Gott unser Ziel ist. Die Erinnerung an ihn ist in unserem Geist versteckt, verschleiert durch unsere zwecklosen kleinen Ziele, die nichts bieten und die nicht existieren. Sollen wir weiterhin zulassen, dass die Gnade Gottes in der Unbewusstheit leuchtet, während wir das Spielzeug und den Tand der Welt stattdessen suchen? Gott ist unser einziges Ziel, unsere einzige Liebe. Wir haben kein anderes Ziel, als uns seiner zu erinnern. Unser Ziel ist es nur, dem Weg zu folgen, der zu dir führt. Wir haben kein anderes Ziel als dieses. Was könnten wir denn wollen, als uns deiner zu erinnern? Was könnten wir denn suchen als unsere Identität? Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das Ego wird dir raten, dass das eine gefährliche Übung ist, also eine gefährliche Praxis. Es wird dir sagen, dass du über alles die Kontrolle haben musst und dass du auf alles achten musst. Und es wird dir sagen, dass alles deinen Bedürfnissen und Wünschen und dem, was du benötigst, entsprechend koordiniert werden muss. Und nach deinen Glaubensmustern und Ideen, ansonsten wird alles schieflaufen. Was wir möchten, dass ihr das versteht, ist, dass das Gegenteil wahr ist. Die meisten Probleme resultieren daraus, dass ihr darauf besteht, dass die Dinge so laufen müssen, wie das Ego sich das vorstellt. Nun erinnert euch, das Ego ist ein Sammelsurium von Glaubensmustern und Ideen, alle davon angstvoll, alle davon begrenzend und alle sind nicht liebevoll. Was lässt dich glauben, dass dieses Konglomerat von Glaubensmustern und Gedanken und Gefühlen, die diese Glaubensmuster verursachen werden, dass die dir ein friedvolles und Leben, ein friedvolles und mit ein Leben mit Fülle bringen würden, mit Glück und Gesundheit. Da ist keine Logik drin. Also diese Idee, nur Gott zu suchen, scheint radikal. Und es ist radikal. Wir laden euch ein, die Art und Weise zu ändern, wie ihr auf die Welt schaut. Und wir laden euch ein, die Art und Weise zu ändern, wie ihr eure innere Welt bewohnt. Und das bedeutet nicht, dass ihr nicht an den Dingen teilnehmen solltet, die immer jeden Tag getan werden sollen. Diese Lektionen können still im Geist gemacht werden, wenn du tägliche, alltägliche Dinge tust, wenn du an der Ampel stehst und wartest, dass du weitergehen kannst, oder wenn du im Stau stehst, wenn du den Abwasch machst, wenn du Unkraut jätest, wenn du die Wäsche zusammenlegst, wenn du Dinge tust, die nicht deine ganze Aufmerksamkeit brauchen, dann können diese Lektionen deine Gedanken und Ideen in Anspruch nehmen und dir die Frequenz von Liebe und Frieden bringen. Also anstatt das wiederzukäuen, was mit deinem Leben nicht in Ordnung ist und potenzielle Zukunftsprobleme, während du diese alltäglichen Dinge tust, dann käue das wieder und mache Gott zu deinem einzigen Ziel heute. Und schau, wie du dich fühlst und schau, welche Wunder auftauchen in deinem Leben, wenn du mehr und mehr Zeit verbringst in der Frequenz, in der du Gott suchst. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.